öffnen Sie Google Maps auf Ihrem Smartphone. Wenn die App nicht installiert ist, können Sie sie vom Google Play Store herunterladen und nach Ihren Wünschen personalisieren. Wählen Sie zum Beispiel die gewünschte Sprache und die Lautstärke. Verbinden Sie Ihr Smartphone über das USB-Kabel mit dem Bordcomputer. Konfigurieren Sie die App, um Verkehrsinformationen zu erhalten und Orte von Interesse wie Restaurants, Geschäfte, Tankstellen und so weiter anzuzeigen. Sie können die Route auch während der Navigation ändern. Zur Einstellung der Navigation können Sie den Sprachassistenten verwenden. Drücken Sie die Taste für die Sprachsteuerung am Lenkrad und nennen Sie dem Google-Assistenten den Ort von Interesse oder die gewünschte Adresse. Das System berechnet die Fahrzeit mit Echtinformationen über die Verkehrsbedingungen. Gute Fahrt!